Liebe Freundinnen und Freunde, warum fliehen Menschen? Wie verzweifelt müssen Menschen sein, dass sie ihre Frauen, ihre Männer, ihre Kinder, ihre Freunde verlassen und sich auf die monatelange, kostspielige und lebensgefährliche Reise nach Europa machen? Ich will ehrlich sein, ich will es mir gar nicht vorstellen. Wie viel leichter fällt es da, abstrakte Begriffe aneinander zu reihen? Kriege, Diktaturen und Anarchie. Daran dachten die Mütter und Väter des Grundgesetzes, als sie politisch Verfolgten Asyl versprachen, ein Versprechen, das ihre Kinder und Enkel bekanntlich vor 20 Jahren dann weitgehend zurücknahmen. Neueren Datums, aber nicht weniger bedeutsam, sind Umweltzerstörungen und die Folgen des Klimawandels. Schätzungen gehen davon aus, dass inzwischen mehr Menschen vor Wüstenbildung, Überschwemmung und Umweltverschmutzung fliehen als vor Kriegen. Und schließlich Armut. Das sind die Überlebensflüchtlinge, die gerne den echten, den politischen Flüchtlingen gegenübergestellt und als Wohlstandsflüchtlinge diffamiert werden. Gemeinsam haben diese Menschen, dass sie den Verheißungen der Friedensnobelpreisträgerin Europa gefolgt sind, auf der Suche nach dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts. In diesen Raum verlangen sie Einlass und sie haben gute Gründe dafür. Denn hier hinter den Mauern von Dublin I, II und III leben diejenigen, die für die Gründe ihrer Flucht zumindest mitverantwortlich sind. Dies ist offenkundig, wenn es um die Folgen des Klimawandels geht. Besonders stark von Wetterextremen und einer Verschiebung der Klimazonen betroffen sind nicht die industrialisierten Länder des Nordens, sondern die Staaten des Südens, in denen die Landwirtschaft eine große Bedeutung hat. Überflüssig darauf hinzuweisen, dass gerade diese Länder heute und in der Vergangenheit besonders wenig zum Treibhauseffekt beigetragen haben. Doch nicht nur beim CO2-Ausstoß zahlen andere die Zeche. Wenn Europa sich mit Recht seiner hohen Umweltstandards rühmt, beuten europäische Unternehmen die Ressourcen des afrikanischen Kontinents ohne Rücksicht auf Verluste aus. Die Globalisierung beschert Deutschland märchenhafte Exportüberschüsse, hat aber große Teile der Weltbevölkerung ökonomisch ausgegrenzt und sie zu Verlierern gemacht. Weil internationale Fangflotten ihre Küsten leer fischen, weil Millionen Hektar Bauernland, unterstützt von der Weltbank, an internationale Agrarunternehmen verkauft werden, um für den Weltmarkt, nicht für den heimischen Markt zu produzieren. Und weil die Spekulation an den Börsen des Nordens dann diese Nahrungsmittel für die Menschen im Süden unbezahlbar macht. Und vergessen wir nicht, nicht nur der Klimawandel, auch die Globalisierung wurde und wird von Menschen gemacht, aber wieder nicht von denen, die darunter leiden. Und wie steht es um Korruption, um Despotie und um Warlords? Es fehlt hier die Zeit, um auf die Folgen des europäischen Kolonialismus einzugehen, der die afrikanischen Gesellschaften erst zerstört, ausgebeutet, versklavt und dann sich selbst überlassen hat. Die Forderung der Flüchtlinge zu unterstützen, ist also kein bloßes Gebot von Menschlichkeit und Humanität. Es ist unsere historische, moralische und rechtliche Pflicht. Und es kann nur der Anfang sein. Klimagerechtigkeit, gerechte Wirtschaftsbeziehungen und eine Auseinandersetzung mit der kolonialen Erblast Europas müssen folgen. Vielen Dank. Dankeschön, Alexander.